Es geht wieder los, große Emotionsspannung. Alle drehen durch, wie bei einer Großfahndung. Wenn wieder die Riesen spielen in der MHP Arena, bleibt kein Stein hier auf dem anderen, so sieht es jeder Trainer. Hip-Hop-Gamer, denn jetzt zählt der Basketball der Extraklasse. Jeder Treffer wird versenkt, die Riesen bleiben Chef der Sache. Es gibt keine bessere Waffe als ein Team mit Kampfgeist. Ganz gleich, wer in Führung geht oder in Sand beißt. Es ist Crunch-Time, doch unsere Jungs sind motiviert und zeigen, dass sie Nerven behalten und eisern weitermachen, bis alle von Neid erblassen. Siehst du diesen schönen High-Pass? Es gibt nur die Offensive, direkt voll ein Körpereinsatz. Dann folgt der Pick-and-Roll an der Verteidigung vorbei. Keine Chance zu kontern, du siehst es scheitern, sogar zwei. Und ich weiß, es ist nicht leicht für den gegnerischen Trainer, denn er schreit laut, Timeout. Alle Hände hoch für die MHP, Riesen-Fairness und Respekt ist das, was sie stets bieten, geht üben. Weil sie wie besessen spielen, hautnah mit dabei, wenn wieder die Fetzen fliegen. Alle Hände hoch für die MHP, Riesen-Fairness und Respekt ist das, was sie stets bieten, geht üben. Weil sie wie besessen spielen, hautnah mit dabei, wenn wieder die Fetzen fliegen. Und wenn der Gegner dann mal zu einem Konter kommt, geht es in die Defense und dann direkt in den Monsterblock. Die Riesen bleiben on the top und vertreten Qualität. Frag mal die gelbe Wand, wenn die ganze Halle bebt. Die Mentalität, die die Fans an Tag bringen, ist überwältigend, ist einfach purer Wahnsinn. Keine Frage, denn das Beste siehst du hier. Diese Riesen geben alles, Hashtag ihr, wir. Alle Hände hoch für die MHP, Riesen-Fairness und Respekt ist das, was sie stets bieten, geht üben. Weil sie wie besessen spielen, hautnah mit dabei, wenn wieder die Fetzen fliegen. Alle Hände hoch für die MHP, Riesen-Fairness und Respekt ist das, was sie stets bieten, geht üben. Weil sie wie besessen spielen, hautnah mit dabei, wenn wieder die Fetzen fliegen. Weg, wenn's sein muss, bis ans Ende der Welt. Hab mein Ziel vor Augen, auch wenn ihr die Blende verstellt. Und ich atme die salzhaltige Luft ein, denn ich weiß, es wird bald alles kaputt sein.